sehr geehrte Frau Ministerin, geschätzte Österreicherinnen und Österreicher. Der Entwurf des Bundesvoranschlags 2020 sieht für die UG14 militärische Angelegenheiten im Finanzierungshaushalt Auszahlungen von 2,55 Milliarden Euro vor. Das ist einmal grundsätzlich erfreulich, aber bedauerlicherweise geht die Tendenz für die Folgejahre in die verkehrte Richtung. Besonders beunruhigend ist das Verhältnis von fixen zu variablen Kosten, also das Verhältnis Personal- und Betriebskosten einerseits und Investitionen andererseits, welches immer schlimmer wird. Bedauerlicherweise mussten zur Abdeckung der laufend steigenden Personal- und Betriebskosten immer wieder Finanzmittel aus dem Investitionsbereich abgezogen werden, um den Alltagsbetrieb überhaupt aufrechterhalten zu können. Trotz der zahlreichen Investitionspakete der letzten Jahre herrscht im österreichischen Bundesheer nach wie vor ein Investitionsrückstau, insbesondere im Bereich der militärischen Ausrüstung, des Geräts, aber auch der Kaserneninfrastruktur. Das Bundesheer ist durch die jahrzehntelange Unterfinanzierung weit davon entfernt, seine von der Bundesverfassung vorgegebene Kernaufgabe, nämlich die militärische Landesverteidigung, auch nur ansatzweise erfüllen zu können. Anlässlich des Einsatzes der Miliz in Vorarlberg hat der Militärkommandant Brigadier Hessel den Ausrüstungszustand der Miliz diesen Montag trefflich beschrieben. Ich darf ihn zitieren: Die Miliz wurde vernachlässigt. Wir haben die präsenten Kräfte und deren Ausrüstung benötigt, um die Miliz überhaupt einsatzbereit zu machen. Es fehlt zum einen bei der Mannesausrüstung wie Schutzwesten, Sicherheitsholstern oder Taschenlampen, aber es fehlt auch an Fahrzeugen und IKT-Ausstattung. Im Prinzip muss man eine präsente Kompanie verwenden, um eine Milizkompanie in Einsatz zu stellen. Ich hoffe, dass solche Mängel aufgrund des Milizpakets, aber auch des Mobilitätspakets, beides wurden ja von Bundesminister Kunasek noch auf den Weg gebracht, in Zukunft abgestellt werden können. Die Wertschätzung und Einstellung der ÖVP zum Bundesheer habe ich nicht nur selbst bei den Regierungsverhandlungen damals erlebt, sondern das widerspiegelt sich auch im aktuellen Bundesfinanzrahmengesetz und natürlich auch im schwarz-grünen Regierungsprogramm. Wenn man sich das schwarz-grüne Regierungsprogramm zur Landesverteidigung durchliest, dann fällt auf, von militärischer Landesverteidigung findet man dort überhaupt nichts. Ich darf die Seite 225 zitieren. Die finanzielle Situation und der Zustand des Bundesheeres erfordern neue Konzepte für ein zukunftsträchtiges, modernes Heer. Daher müssen auch die Aufgaben, Strukturen und Mittel der Landesverteidigung weiterentwickelt und zeitgemäß neu gestaltet werden. Was stimmt daran nicht? Das ist eine gefährliche Drohung. Es hat bereits der Obmann des Landesverteidigungsausschusses entsprechende Ausführungen dazu gemacht. Und das ist nichts anderes als eine Demilitarisierung des Bundesheers. Die Organisation des österreichischen Bundesheeres ist nicht an das Budget anzupassen, sondern einzig allein an die Bundesverfassung, wo sich Österreich im Artikel 9a BVG zur umfassenden Landesverteidigung bekennt. Und wer davon abweicht, der bricht die Verfassung. In diesem Sinn ist es unabdingbar, dass das Budget des österreichischen Bundesheeres bis 2021 auf 3 Milliarden Euro ansteigt. Große Beschaffungsvorhaben, wie zum Beispiel die Flugzeuge für die aktive Luftraumüberwachung, sind durch Sonderinvestitionspakete zusätzlich zum Regelbudget abzudecken. Vielen Dank.